Willkommen, Freunde, zur 11. Folge von unserem Final Fantasy 16 Let's Play und heute wird's interessant. Wir reisen nach Kaer Nor'vaor und sind da angekommen und ich lese kurz die Informationen. Eine alte Festung, die dem Kaiserreich früher als strategischer Stützpunkt diente. Heute wird sie nur noch zur Ausbildung neuer Rekruten benutzt. Wie ihr wisst, waren wir in der letzten Folge zusammen mit Cid dort unterwegs. Und ja, da waren wir an dieser Brücke. Und durch die Brücke durch, darunter, sind sie jetzt nun angekommen. Wir infiltrieren jetzt Kaer Nor'vaor, um diesen Feuerdominus zu finden. Ja, was hat sie da in der Hand? Talan ist gefallen. Die östlichen Gebiete gehören damit den Orks. Meine Truppen sind marschbereit. Nicht nötig. Und die Minen? Ohne Adamantit war... Die Fäule hat die Minen schon fast verschlungen. Zudem hast du bereits Befehle. Ja, mein Herr. Der Äther, unsere Quelle des Lebens, versiegt. Und so fällt die Welt jeden Tag tiefer in Dunkelheit. Die Ränder zerfallen und das Volk strömt zu den Mutterkristallen, um ihren Segen zu erbitten. Der Krieg, der um diesen Segen gefochten wird, er zerstört uns von innen und führt uns auf den Weg der Vernichtung. Also tut ihr, was ihr müsst. Ich vereine die Domini, damit die Feuer des Krieges erlöschen und die Knospen einer neuen Ordnung aus der Asche keimen. Die Welt muss erneuert werden. Und zwar durch meine Hand. Ohne Sidolfus' Verrat wäre es euch schon gelungen. Okay, den Rest skippen wir. Das ist einfach der König gewesen mit... Keine Meldung von einem der Wachposten, mit dieser Benedikta. Euer Befehl? Sieh die Männer hinter die Mauern, Gerolf. Also ist er hier. Wir locken Cid und seinen Schützling in die Kapelle. Ich werde sie dort empfangen. Sind auf jeden Fall, denke ich, die Bösen. Und Cid war damals irgendwie auch bei denen, aber jetzt tauchst du hier also auf. Hat sie verraten. Okay, sie haben von uns erfahren. Und ja, Freunde, was steht uns bevor? Kaer Nor'vaor, heiliges Kaiserreich, okay. Alles ruhig. Stimmt, wir sind durch die Kanalisation oder so. Der Gang meinte ja Clive. Okay, wir sind hier immer noch hier, okay. Gegenwind. Der Name dieses Kapitels. Das ist ja ein nützlicher Trick. Musst du mir mal irgendwann beibringen. Cid ist wirklich ein lustiger Kerl. Yo, okay, wir haben genau so eine Flamme wie damals mit Joshua. Ich glaube, hier müssen wir ein bisschen vorsichtig sein, oder? Ja, er ist nicht umsonst so gebückt. Beginnen wir im Verlies. Wäre zumindest naheliegend. Klingt gut, solange wir nicht selbst hinter Gittern landen. Komm, das wird schon nicht passieren. Okay, wir sind im Verlies. Die Zellen sind leer. Und? Willst du jetzt aufgeben? Seht, das Tor. Komm, können wir das Tor öffnen? Ich pack mit an. Komm, die zwei zusammen, ja. Die packen das schon. Tust du nur so, als ob du hebst? Kennt ihr das, wenn ihr zusammen mit jemandem etwas trägt und ihr habt das Gefühl, der eine macht gefühlt nichts? Ja, das dachte er sich safe gerade auch. Okay, weiter geht's. Hier scheint er nicht zu sein. Hast du
müssen wir durch. Hier sind welche, okay. Bestimmt Feinde. Sid, der Verräter, ist vielleicht schon im Kehr. Die reden über Sid? Wow, da sind sie. Glück, Freunde. Eure Suche ist vorbei. Gerade noch von uns geredet. Komm, diesmal werde ich gut kämpfen. Sind da Magier dabei? Oh, der wurde gar nicht gefinisht. Oh, yo. Setzen wir unsere Fähigkeit ein. Wow, wow, sehr, sehr stark. Wow, er hat uns erwischt. Verdammt, das war nicht... Beiß ihn. Wir können ja auch noch provozieren. Ich weiß gerade gar nicht, wie das nochmal geht. Ups. Okay, aus Versehen das hier geöffnet. So, wir müssen jetzt durch die Tür. Freunde, ich muss heute schauen, ob ich es schaffe, zwei Folgen aufzunehmen. Aber ja, wir schauen erstmal. Wie lang das heute gehen wird. Okay, da waren Feinde. Dadurch können wir nicht gehen. Okay, eine andere Tür. Hier vielleicht? Er scheint was gesehen zu haben, oder? Torgal, zeig uns den Weg. Danke dir, Mann. Du bist sehr, sehr nützlich. Hier, ach so, okay. Durch das Fenster. So ein Angeber. Und Sid, ist er auch schon unten? Ja. Yeah. Aber ich feiere ihn, er ist sehr lustig, Sid. Wir gefunden. Und ein Ehrenmann. Zumindest was von ihnen übrig ist. Wow, 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 wow. Da sind Feinde. Und die bemerken uns so spät. Wow, 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 okay. Oha, das ist cool. Wenn er am Boden liegt. Dass dann mal verschiedene Animationen kommen, um ihn zu finishen. Kommen wir unsere neue Fähigkeit, die ist ja extrem stark. Yo, yo, yo. Deswegen sollte man nicht immer auf dem Boden liegen. Denn der Feind wird jetzt nicht in echt warten, bis du wieder aufstehst. Okay, Freund. Gehen wir weiter. Was wird Clive wohl tun, wenn er den Dominus sieht? Jetzt reicht's. Wie viele Leute sind hier? Ich glaube nicht so viele. Zwei, okay. Ein paar Gegenstände erhalten. Durch die nächste Tür. Was ist hier? Werden wir gleich angegriffen? Ist nichts, okay. Yo, 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 okay. Willkommen zurück, Herr Kommandant. Das ist ein stärkerer Feind. Oh, ich bleib nicht lang. Wow, ja, der hat einfach... Der hat einfach... Jut zu der flammenden Feuerkugel drauf. Aber wenn er das nächste Mal das macht... Nein, dann hätte ich das hier einfach benutzen müssen. Damit kann ich ja Magie absorbieren. Aber ich hab schon verbraucht, verdammt. Der hat ja mehrere Elemente drauf, wie? Bro! Feuer, Blitze, beides. Was ist los bei ihm? Knapp vorbei. Okay, ausgewichen. Und gleich ist sein Kampfgeist gebrochen. Gut, jetzt haben wir es. Unsere Phönix-Fähigkeiten. Ja, der ist die Hälfte seines Lebens verloren. Wir haben nur noch 400 HP, egal wird. Komm, Torgal, beiß ihn. Wow, muss ich aufpassen. Erstmal von der Ferne. Gut. Sein Jutsu der flammenden Feuerkugel konnten wir auch ausweichen. Wow, er hat uns getroffen. Und er kennt gar nicht, will er angreifen oder springt er nur rum? Die Fähigkeit ist wirklich stark.
Der greift irgendwie nicht so oft an, oder? Kann das sein? Gleich haben wir ihn. Mach mal nochmal dein Jutsu der Flammen und Feuer. Das wäre cool. Oh, er genau jetzt. Ich wollte eigentlich es absorbieren. Wow, wow, wow. Da hat er mich richtig hart erwischt. Oh, yo, ich hatte kurz Angst, dass er mich besiegt. Aber wir sollten ihn jetzt haben. Komm. Er ist besiegt. Ich bin richtig low geworden. Nehm ihn mal. Ein super Trank. Okay. Du hast nie halbe Sachen gemacht, oder, Benedikta? Die Festung wurde geradezu überrollt. Okay, eine Kiste. Gunst des Feuers. Okay, ein Amulett oder sowas. Gut, Freunde. Wo lang geht's jetzt? Ja, logisch. Na, da. Okay, Freunde. Jo. Alarm! Hier wohnen ja schon Leute irgendwie. Gehenne. Hinterher! Wieso lagen da getötete Leute? Hier war schon jemand, oder? Kann das sein? Gut geschützt. Wenn sich ein Gegner verteidigt, bringt es nicht viel, ihn von vorne anzugreifen. Umkreise ihn und greife von hinten an. Um seine Verteidigung zu umgehen, okay? Mit Gewalt. Bestimmte Fertigkeiten wie lodernde Klinge und Magieladung sowie einige Esper-Fertigkeiten, beispielsweise Phönix, Lohn, Schwinge, können die gegnerische Verteidigung auch direkt von vorne durchbrechen. Okay. Das heißt. Ich glaube, Sie haben uns erwartet. So etwas. Komm. Keiner greift uns jetzt von der Ferne an. Und wir wurden angegriffen. Jo, wie er ihn einfach tretet. Neue Gegner nähern sich. Oh. Das Parieren habe ich bis jetzt leider immer noch gar nicht geschafft. Bro, wie lange liegst du am Boden? Jo, die halten schon etwas aus. Komm. Oh, ich vergesse immer Torgal einzusetzen. Er kann die Gegner sogar in die Luft werfen und jo, hier ist ja auch ein Hund. Wo sind die Feinde, die etwas blocken? Noch sind es kleine Feinde. Der wollte uns angreifen. Gut, das konnten wir ausweichen. Noch neue Gegner. Okay, hier scheinen mehrere Wellen von Gegnern zu kommen. Bleib liegen, ihr Mädchen, hoch. Jo, da sind wirklich viele, viele Leute. Gibt's hier einen Magier? Ja, dann gehen wir erstmal auf ihn. Konnten wir ausweichen? Cool, und den Konter konnten wir auf den anderen machen. Das ist lustig. Und dann liegt er am Boden. Okay. Finishen wir ihn? Wie viele sind es noch? Wie viele? Es kommen neue, oder? Nee, da hinten kämpft Sid. Können wir sie endlich runterwerfen? Wird schwer. Jo, wie Sid ihn einfach einen Kick gegeben hat. Oha, das ist cool. Wir können wirklich eine Luftkombo machen. Wenn Torgal den Gegner in die Luft wirft. Ich sollte ihn öfter benutzen. Okay, der Weg ist frei. Wir sollten nicht mehr weit entfernt sein. So, Freunde, öffnen wir das große Tor. Es geht nur durch die Kapelle weiter. Die große Gewigo scheint Pläne für uns zu haben. Die erwarten uns bestimmt schon. Sie wissen ja auf jeden Fall, dass wir da sind. Wieso liegen hier tote Soldaten? Was zur Hölle ist hier passiert? Bisschen spät für ein Gebet. Als wäre ich so verzweifelt, auf den Segen falscher Götter zu warten. Nein, ich warte auf dich. Hab mich auch beeilt.
Für Dramatik hast du gesorgt. Gut. Zur Sache. Wo sind die Männer und Frauen aus Kielbrück? Du meinst den Dominus. Er wird bis auf Weiteres in Valuts Diensten stehen. Komm zurück, Sedolphus. Ich brauche dich. Stell dir nur vor, was wir erschaffen könnten. Die Welt, die wir wollten. Du willst mich? Dein König will mich. Eine neue Welt will ich auch. Nur nicht seine. Der Wahnsinn, den er dir verkaufen will, ist so leer wie falsch. Begreif es doch endlich. Der König hat dich gerettet und das ist dein Dank dafür? Wie kann man so treulos sein? Ich lass mich nicht benutzen. Nicht so wie du. Was weißt du schon, Sedolphus? Genau. Ich weiß nicht mehr, wer du bist. Oder was du willst. Nur hast du früher immer gesagt, du willst dich nicht verstecken. Hast gesagt, du willst frei sein. Von all dem frei. Sei wieder ehrlich zu dir selbst. Waren deine Ziele es wirklich wert, dass du dich dafür aufgeben musstest? Muss ich mich in deinen Augen etwa dafür schämen, meine Vorzüge für mich zu nutzen? Hab ich nicht gesagt. Aber so wie es aussieht, tust du dir selbst leid. Eine hohe Predigt, Herr Kommandant. Wie konnte ich nur glauben, du könntest dich ändern? Die einzige Person, die mir leid tut, bist du! Ich kann das nicht mehr. Ja, Sid hat schon einige gute Argumente. Wenn du den Traum meines Herrn in den Weg stellst, lässt du mir keine Wahl. Adieu, Sedolphus. Okay, jetzt scheinen wir wirklich gegen sie kämpfen zu müssen. Bleib da, Clive. Okay, Sid scheint es alleine machen zu wollen. Ich hoffe, ihm passiert nichts. Komm schon, Bro, Elektro ist doch gut gegen Flug. Verdammt! Drei gegen einen, also. Oh nein, komm schon, Bro. Was, er hat sich schon zurückverwandelt? Nein, Mann. Ey, komm schon, das hat er doch safe überlebt. Vernichtet sie. Wieder solche Teile. Oh Mann, der arme Sid, das letzte Mal, als er sich kurz verwandelt hat. Sind's nicht mehr drei gegen einen. Hat er Blut gespuckt? Jetzt müssen wir die ja hier auseinandernehmen. Konnten wir es blocken? Ich weiß es nicht. Wow. Ich muss aufpassen. Nehmen wir kurz einen Heiltrank. Knapp vorbei. Konnten wieder ausweichen. Leider für den Konter war es zu weit weg. Komm schon, mein Sid. Ich hoffe so sehr, dass er es überlebt hat. 100%. Oh nein. Sollte erstmal auf einen drauf gehen. Wäre schlauer. Der eine hat weniger Leben. Ich bin nicht ganz auf den gegangen. Egal. Yo, wir machen jetzt etwa einen Duo-Angriff? Nein, Mann. Ausweichen. Yo, er ist richtig, richtig gelenkig. Wow,
trifft einfach beide mit einem Schlag. Wir gehen erstmal auf den, der weniger Leben hat. Oh nein, der Kampfgeist ist ja gebrochen. Gut, dann machen wir erstmal so. Nein, beide haben gleich viel Leben. Okay. Hab ich geirrt? Machen wir mal die lodernde Flamme. Wow, 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 wow. Nein, nein, nein. Jo, die machen richtige Kombos auf uns. Nein, ich darf nicht. Ich muss das schnell beenden. Oh Mann, da muss ich schnell einen Heiltrank nehmen. War gefährlich. Ich glaube, der eine hat da weniger, wirklich weniger Leben. Ich weiß es nicht, Mann. Schauen wir mal. Nein, der Mann sieht nur diesen gelben Balken manchmal nicht. Dann gehen wir doch auf den. Ich muss das schnell zu Ende bringen, Mann. Ich mach's gar nicht gut, Mann. Oh Mann, ich werde zu oft getroffen. Ständige Fliegen. Man kann die da nicht so gut angreifen. Was tue ich da nur? Ich habe leider nur noch zwei Heiltränke. Das ist gar nicht gut. Einfach auf den einen erstmal gehen. Aber die fliegen auch immer wieder. Ich werde immer wieder getroffen. Das ist nicht gut. Ich sollte vorsichtiger sein. Die greifen so oft an. Bro, nein, nein, das kann doch nicht sein. Komm schon, den einen haben wir gleich. Komm schon, Mann. Oh nein, oh nein, oh nein. Kann ausweichen, perfekt. Komm schon, das sollte doch reichen, oder? Ganz wenig Leben hat er noch. Den einen haben wir besiegt, das ist gut. Hilf mir. Sie will Rache, Torgal. Pass auf. Was ist Torgal weg? Ich glaube, ab einem bestimmten... Ich halte nicht mehr lange durch. Oh nein, oh nein, oh nein. Ist Torgal etwa weg? Nee, er ist wieder da, gut. Ich muss vorsichtig machen. Ich darf jetzt nicht einfach blind reingehen. Knapp vorbei. Okay, wir konnten kontern. Oh Mann, danach kommt direkt ein Angriff. Mehrere sogar. Komm schon. Was tue ich dann nur? Komm, greif sie an. Einen Heiltrank. Ich habe den letzten verbraucht. Das ist gar nicht gut, Mann. Das ist gar nicht gut. Und wir konnten die Magie, konnten wir absorbieren und zurückschlagen. Das erste Mal zum Glück, okay. Das wird eng. Oh, geil, greif an, Mann. Ich vergesse es immer einzusetzen. Ich muss besser ausweichen und ein bisschen geduldiger. Komm. Wow, wow, wow. Gut, wir konnten kontern. Perfekt. Oha, danach kommt noch ein Angriff. Gar nicht gut. Wir konnten wieder die Magie absorbieren. Ey, das ist eine richtig coole Attacke. Wow, gleich ist es geschafft. Wir brauchen wirklich viel zu lange dafür. Und? Okay, so gut wie geschafft. Komm, Torgal. Endlich, Supana und Chirada bezwungen. Wir sind zum Glück immer noch nicht ein einziges Mal besiegt worden. Das ist schön, Leute, das ist sehr, sehr schön. Okay, Freunde. So, so, so. Ich würde sagen, beende ich hier die Folge? Nee, wir schauen nochmal. Wir schauen noch, was weiter passieren wird. Okay, komm. Getrübtes Auge, Reißzahn und ätherhaltige Asche gefunden. Okay.
Was passiert? Haben wir die gerade besiegt, ja? Haben wir, aber was ist mit Sid? Er liegt da. Komm schon, Bro. Sid, alles in Ordnung? Sehe ich so aus? Oh, das sieht gar nicht gut aus, Mann. Benedikta ist sicher auf dem Weg zum Dominus. Du musst ihr nach. Schnell, bevor es zu spät ist. Im Gegensatz zu dir hat sie Flügel. Was ist mit dir? Ich brauche hier noch einen Moment. Sicher. Komm, Torgal. Ich hoffe, er überlebt das. Komm schon, Mann. Das packt er doch, oder? Okay, Freunde. Hier beenden wir die Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Das war wirklich ein cooler Kampf. Auch mal cool, den einfach mal in so einer Filmsequenz zu sehen. Oh Mann, der arme Sid. Können wir ihn etwa noch sehen? Nee. Doch, hier sollte er noch sein. Da hinten liegt er. Oh Mann, ich hoffe, er schafft das. Das wird schon, okay? Ja, Freunde, wir sehen uns in der nächsten Folge. Mal sehen, wie es weitergehen wird. Das war heute wirklich richtig intensiv. Und ja, Freunde, was wird aus dem Feuerdominus und müssen wir etwa dann später selber gegen diese Benedikta kämpfen? Das werden wir noch herausfinden und ich hoffe, Torgal wird zumindest auch nichts passieren. Okay, Freunde, ich verabschiede mich. Danke, dass ihr wieder da wart. Und ja, Freunde, bis zur nächsten Folge, Mann. Bis zur nächsten Folge.